Herzlich willkommen zurück zu Das Schwarze Auge Memoria mit Aresu. Ich bin Aresu und wir reden mit einem Zauberstab gewordenen Menschen, der quasi Mensch geworden ist. Also mit einem Mensch gewordenen Zauberstab gewordenen Menschen. So, wir reden jetzt noch. Ja, Nuri ist nicht so wichtig, wir reden über die Träume. Die Träume sind nicht Satyas Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Ja, aber du könntest uns theoretisch sagen, was du Satya dort gesagt hast, so alles. Denn das konnten wir aus dem Buch nicht erlesen. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten herausgefunden mit der Maske und durch die Höhle des Vergessens. Und wir entscheiden uns für Option 3. Der Mensch gewordene, Zauberstab gewordene erledigt das für uns. Okay, dann machen wir das eben so. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Aus erzählerischer Perspektive etwas merkwürdig, aber wo ist die Tochter? Wurde die jetzt allein gelassen? Oder ist die schon hier irgendwo? Du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. War schön, euch kennengelernt zu haben. Lebt wohl. Nuri! Nuri! Komm zurück! Tja, will nicht. Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nuri, macht irgendetwas. Aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Er versteinert uns. Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Breda? Gut, Breda hat's erdeucht. Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage, nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Ja, ist so ein schöner Name. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Kapitel 6 Erfolg. Okay. Frage. Wenn der Stab die Leute so verwandeln kann, dass sie offenbar nicht sterben, warum hat er das mit dem anderen nicht gemacht? Ich meine, die Versteinerung war definitiv eine andere als die, die wir so sonst gesehen haben. Generell, wir haben hier 3 Arten von Versteinerung bisher. Die wir zuerst gesehen haben, das mit den komischen Monolithen, in denen Leute drin stecken, das, was Geron und dem Ptolemiden jetzt auch passiert ist. Dann die Versteinerung, die Satya mithilfe des Stabs machen kann, also etwas in irgendeinen Stein verwandeln. Und zu guter Letzt die reine Verwandlung, die dem Magier passiert ist, der ganz genau aussah wie sonst, bloß eben steinern. Warum hat der Stab nicht eine der anderen Varianten genommen? Sie ist fest verschlossen. Ich kann den Stab darin sehen.
Wenn ich sein Augenleuchten richtig deute, schreit er wie am Spieß. Ha. Ein stumpfer, schwerer Kolben. Mal sehen, ob wir damit das aufbrechen können. Der Schrank ist zu stabil für den Kolben. Das ist dann doof. Gegen Dämonen völlig ungeeignet. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist er geweiht. Genau, was ich brauche. Ein Schwert. Vielleicht ein bisschen groß für dich. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Er steht lose im Raum. Es ist Platz für 4 Waffen und einen Schild. Das klingt fast, als müsste man das benutzen. Vielleicht ist das sowas wie ein Schlüssel für den Waffenschrank. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Na, hier hinten hin. Hier. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Na, damit wir hier rüberklettern können. Wir sind direkt über der gorischen Wüste. Die Schlacht ist in vollem Gange. Und wir tun nichts. Ich brauche nur noch eine geeignete Waffe. Was ist mit deinem Dolch passiert? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Okay, können wir es mit dem Schwert versuchen aufzubrechen? Geht nicht. Ich brauche mehr Gewicht, um den Schrank aufzustemmen. Mach dich schwer. Wenn ich kämpfen will, brauche ich auch einen Schild. Und einen Helm und eine Rüstung. Er hängt zu weit oben. Okay, wir können da entweder den Waffenständer für benutzen oder diese Ranke. Sie führt nicht auf das Dach, sonst könnte ich an ihr hochklettern. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Oh, okay, das könnte dann helfen, um... okay, nee, die Idee war eigentlich... Ah doch, hier. Das andere Ende kommt an den Schrank. So. Und... Ich könnte ihn ver... Du das gehst. Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Okay. Dann holen wir mal den Schild hier runter. Vielleicht können wir das mit dem Schwert machen. Sollte eigentlich gehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Kannst du gut werfen? Ich sollte mich von dem Gedanken verabschieden. Ich könnte mit diesem Geschoss irgendetwas treffen. Oh, da oben haben wir auch eine helle Bade, an die man rankommen können könnte. Kann ich die Ranke nochmal wegnehmen? Der Waffenständer ist nun mit der Schranktür verbunden. Nee, okay. Ich könnte ihn... Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Um hochzuklettern, Mensch. Hier ist ein feindliches Geschoss eingeschlagen. Der Spalt ist zu weit, um hinüberzuspringen, und die Wand zu hoch, um hinaufzuklettern. So hoch ist das eigentlich gar nicht. Ich meine, mit einem Sprung könnte man sich hier oben festklammern und ich weiß, ich hätte damit große Probleme. Wenn ich an der Stelle hier oben rankäme, könnte ich es vielleicht schaffen. Aber sie ist wesentlich athletischer als ich. Das heißt, sie sollte theoretisch dazu in der Lage sein, das zu schaffen. Außerdem, hier rüberspringen, okay, ist gefährlicher. Ich kann verstehen, warum man das nicht riskieren möchte, aber das hier sollte man zumindest versuchen. Können wir hier einen Schwebekristall rausbrechen? Die Schwebekristalle halten die einzelnen Teile der Festung in der Luft. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Dann können wir doch noch ein bisschen mehr sprechen, ne? Ein bisschen. Er ist hinter dickem Glas. Dickes Glas, kein Problem. Ich habe einen Streitkolben. Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab.
Feigling. Die Schwebekrist. Einer der Einsch... Tja, was dann? Die Öffnung ist viel größer, als es für das Schwert nötig gewesen wäre. Okay. Ich bin mir fast sicher, dass das was zu bedeuten hat. Jetzt versuchen wir erst einmal dagegen zu schlagen. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Na gut, das klappt also nicht. Können wir das hier als Brücke nehmen? Wahrscheinlich nicht. Die Schwertscheide ist geradezu kurz. Sie reicht nicht bis ans andere Ende. Wenn die Schwertscheide... Hier ist ein Feind. Wenn die Schwertscheide ein klein bisschen zu kurz ist, dann müsste das Schwert lang genug sein. Das wird niemals gehen. Nö, okay. Das hier können wir auch nicht als Brücke nehmen. Der Streitkolben alleine ist zu kurz, um den Spalt zu überbrücken. Okay, aber den Streitkolben in Kombination mit der Schwertscheide? Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Ich habe den Kolben nur mit Mühe in die Scheide klemmen können. Und... Yay, das ist der Weg, der am meisten Sinn ergibt. Wirklich. Gefährliche Konstruktion, schön. Es ist immer noch zu gefährlich zum Überqueren. Was willst du denn noch? Hier, pack mal das Schwert daneben. Nein. Ja, wir packen den Kolben schon mal hier rein. Und dann versuchen wir das hier nochmal reinzupacken. Ich baue das Ding vorher auseinander. So. Okay. Das war nicht, was ich wollte, aber... Kann ich jetzt... Ich könnte ihn Warum sollte ich denn... Um als Brücke zu dienen, du... Okay. Es ist fast stumpf. Ich brauche... Es ist nicht so gut. Tja. Nehmen wir an, damit können wir immer noch nicht hier was damit kaputt machen. Damit bekomme ich den Schild nicht abgeschnitten. Ja. Wir müssen nach oben. Kann ich den Waffenständer auf die gefährliche Konstruktion lehnen? Ich könnte... Warum sollte ich... Offenbar nicht. Wie soll man das sichern? Es ist ein dämlicher Ansatz. Also warum sollte man das... Hier, wir verbinden das Ganze. Das führt doch zu... Das wird niemand... Mir fehlt die... Gut, das war es alles nicht. Der Waffenständer ist nun mit... Ja, die Ranke kriegen wir dort nicht mehr weg. Nein. Auf keinen Fall. Ich darf mein... Hoppala. Auf keinen... Gut, das klappt alles nicht. Der Waffenständer ist... Das dürfen wir auch nicht nochmal kaputt schnitzen. Wenn sie mir wenigstens sagen würde, warum das zu gefährlich ist. Das führt doch... Gut, so verstärken geht auch nicht. Der Kolben ist nun länger als das Langschwert. Immerhin. Der Kolben ist zu dick, um ihn mit dem Wurfstern zusammenzuschieben. Eine seltsame Konstruktion, aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Ja. Also an sich mag ich Point-and-Click, aber manchmal hat man diese Stellen, wo absolut sinnloses Zeug die Lösung ist, was nicht so auffällt in einem Spiel wie Deponia,
wo man eben diesen humoristischen Ansatz hat. Aber er ist sobald, schwerer, als er aussieht. Aber wenn es eben ein klein bisschen ernster eine wirken Stütze soll. Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen können. So. Eine lange eiserne Lanze. Eher zum Stechen als zum Schlagen geeignet. Ja, dafür sind Lanzen. Und Hellebarden eben auch. Aber Hellebarden haben eben noch die zusätzliche Option, falls es nötig wird. Das ist sicher. Ganz ehrlich, selbst wenn man so nach oben gekommen ist, würde man sich hier nicht wieder runterlassen. Das ist viel zu gefährlich. Also sie macht gerade nichts Vernünftiges und das stört mich. So, und jetzt packen wir alles in den Waffenständer, machen den so schwer wie möglich und holen unser Stäbchen. Ich baue das Ding vorher auseinander. So. Ohne Zugehör. Da haben wir noch das Schwert. Und Schild. Ohne Zugehör. Okay. Ein stumpfer. So. Ich könnte ihn Und alles das weg. Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der. Okay, wir. Hoppala. Die Schlacht. Ich brauche. Ja. Wir nehmen das Langschwert wieder raus. Packen sie in seine Scheide. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Okay. Wir haben offenbar etwas übersehen. Um es noch schwerer zu machen. Ich meine, die Schwertscheide an sich will sie nicht reinwerfen. Das passt nun wirklich nicht mehr da rein. War ja nur eine Frage. Ohne Zugehörige. Ich könnte das Gewicht ist, aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Ja, aber ich habe nichts weiter. Ich habe hier nur noch die Schwertscheide. Das Schwert will sie nicht in die Schwertscheide reinpacken. Den Streitkolben will sie nicht in der Schwertscheide hier mit reinwerfen. Also, ich weiß nicht, wie ich das noch schwerer machen soll. Ich meine, man könnte sich noch mit selbst mit dranhängen, aber ob das so klug wäre. Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Ein langes, solides, aber nicht sehr scharfes Schwert mit einem Wurfstern an der Spitze. Kann ich den Wurfstern irgendwie abmachen wieder? Ich wüsste nicht wie. Dafür haben wir keinen Auseinandernehmen-Knopf. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht. Wir hauen einfach den Stern wieder ab. Nee, das hat nicht geklappt. Gut, das hat alles nicht geholfen. Das hilft alles nicht. Hoppala. Das hier haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Tja. Das passt. Es ist nicht so gedacht. Der Kolben ist nun leck.
Ja, das hilft uns nicht weit. Oh! Oh. Wir brauchen nochmal unsere Brücke. Das da sieht nicht aus, als sollte man es einfach wegwerfen. Aber ich schätze, das werden wir tun. Moment mal. Können wir die helle Bade hier hin machen? Weil ich glaube fast, ich werde den Kolben oben brauchen. So, dann holen wir mal unser grünes Frostmorn hier raus. Ich baue das Ding vorher auseinander. Ja, ist recht. Es sieht sehr mächtig und sehr, sehr schwer aus. Meins? Es sieht sehr... So, und wir nehmen die Brücke auseinander. Sehr schön. Mal sehen, ob irgendein gefährlicher Dämon dann später das Schwert hier führt. Vielleicht ist es ja Chekhovs Schwert. Yay. Ich könnte ihn ver... Und weg damit. Braucht keiner. Das war übrigens sehr gefährlich. Hätte die Tür sie erwischt, dann wäre sie weg gewesen. Gut, das haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.